Die Volkshilfe Ebenfurth zeichnete verantwortlich für die Abhaltung des Schmankerlmarktes im Stadtpark. Und die Kinder der Tanzgruppe aus dem angrenzenden Neufeld sorgten für die künstlerisch gestaltete Eröffnung. Vorher hatten wir 26 Aussteller und es ist mir gelungen, heute 44 Aussteller hierher zu bringen. Und wir sind sehr gut durchgemischt, wir haben breite Palette, Schwerpunkt ist natürlich das gute Essen, aber Kunsthandwerke und so weiter, also es ist Kinderstraße, Schnappstraße, alles haben wir, für jeden Geschmack etwas. Ja, es ist wesentlich größer, also voriges Jahr war mir der Einstieg, das Schnuppern, die Leute sind gekommen, haben sich mir angeschaut, was wird denn hier geboten, was passiert denn? Es ist sehr, sehr positive Kritik vonstatten gegangen und das ist natürlich ganz positiv immer für eine Folgeveranstaltung, so wie wir sie heute haben. Spielt auch der Wettergott mit und vor allem wir haben ganz, ganz tolle Funktionärinnen und Funktionäre und die Verantwortliche von der Volkshilfegruppe Ebenfurth, die Gerda Wappel, also ich muss ja wirklich sagen, die hat Tag und Nacht dafür gesorgt, diesen Schmankerlmarkt auch den Menschen näher zu bringen, dass er heute und hier und das bei schönem Wetter im Stadtpark stattfinden wird. Wir sind sehr stolz auf den Regionalverein in Ebenfurth. Den gibt es jetzt nicht ganz 2 Jahre und hat schon viele Veranstaltungen, positive Veranstaltungen hier durchgeführt. Der Schmankerlmarkt, wie gesagt, heute zum 2. Mal, war im Vorjahr ein großer Erfolg, wird heute noch besser werden, weil er größer ist. Und wir sind sehr froh, dass wir hier Freunde gewinnen konnten in Ebenfurth und sehr stolz darauf, dass hier großartige Leistungen erreicht werden können. Es ist sehr viel Arbeit im Vorfeld. Es beginnt schon im November, spätestens im Dezember. Da beginne ich einmal die Fühler auszustrecken. Wer kommt alle, wo kann ich Neues sehen? Und also Internet, ich fahre auf die Märkte an, auf andere Märkte besuchen. Also ich fahre in der ganzen Umgebung herum und dann schaue ich halt einmal, was wird draus. Und also ich habe heuer insgesamt 86 angeschrieben. Die Kollegin Wappel macht hier wirklich mit ihrem Team großartige Arbeit und wir freuen uns sehr darüber und sind sehr stolz. Für uns Wiener Neustädter ist das eine großartige Sache, mit den Ebenfurtern hier zusammenzuarbeiten.